Wenn man eine Fernsehsendung machen möchte, mit der man ganz Deutschland erreicht, dann macht man sie sinnvollerweise aus der Mitte Deutschlands. Und genau da sind wir, in Eisenach, in der Georgenkirche, auf Einladung des Bundespräsidenten. Wir danken Ihnen sehr herzlich, Bundespräsident Frau Wiedmeder, frohe Weihnachten erstmal. Wann ist denn bei Ihnen Festtagsstimmung eingekehrt? Ach, als wir alles hinter uns gelassen haben, was uns so die ganze Zeit beschäftigt hat, und ist auf Weihnachten. Ein bisschen Ruhe eingekehrt, ein bisschen besinnliche Stimmung. Und wie ist das bei Ihnen so protokollarisch? Also, im Schloss Bellevue verändert sich die Stimmung etwas, wenn die Weihnachtsbäume illuminiert werden, wenn die ersten Lichter angezündet werden. Dann haben wir Schulklassen da, die singen und Gedichte vortragen. Dann verändert sich ein wenig die Stimmung, auch wenn danach noch einiges kommt in der Adventszeit. Ich wollte gerade sagen, haben Sie da noch die letzten Weihnachtsgrüße an befreundete Präsidenten zu schreiben? Auch das, ja. Auch muss alles gemacht werden. Ja, oder wenn man selbst eben den Weihnachtsbaum holt. Schön. Also und dann Tradition schmückt. Auch bei Ihnen. Ja. Wir danken sehr herzlich für die Einladung. Wir haben jetzt ein kleines Problem zu lösen. Ohne Sie geht es hier nicht los. Dann gehen wir danke. Danke. Einzug der Königin von Saba, Georg Friedrich Händel, vorgetragen von der Thüringen Philharmonie Rota Eisenach unter der Leitung ihres Chefdirigenten Russell Harris. Vielen herzlichen Dank und Ihr Applaus bitte.
Meine Damen und Herren, frohe Weihnachten Ihnen allen hier in der Georgenkirche. Frohe Weihnachten, Herr Ministerpräsident. Und frohe Weihnachten Ihnen allen zu Hause, ganz gleich, von wo aus Sie uns zuschauen. Willkommen an diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort. Der Pastor der Gemeinde hat mir erzählt, dass an diesem Taufbecken, an diesem Taufstein, an dem am 2. April 1685, kommt ein bisschen drauf an, welchen Kalender man bemüht, Johann Sebastian Bach getauft worden ist, Musiker feuchte Augen bekommen, wenn sie davor stehen, daneben stehen und mal so nah dran sein dürfen an der großen Kunst. Bach ist auch Chorknabe gewesen hier in der Kirche. 200 Jahre zuvor ein gewisser Martin Luther ebenso. Der hat auch hier gepredigt, dann auf der Wartburg oberhalb von Eisenach die Bibel übersetzt. Es ist also wirklich ein ganz besonderer Ort, an dem wir an diesem Weihnachtsabend zu Gast sein dürfen. Herr Bundespräsident, Frau Bühnenbinder, darf ich Sie herzlich bitten, zu mir nach vorne zu kommen, damit wir ein bisschen miteinander reden können. Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Einladung. Wo wollten Sie mich, da? Ich hier. Okay. Wir nehmen, ja, eigentlich Frau Bühnenbinder in die Mitte. Genau, richtig. Wunderbar. Herr Bundespräsident, warum Eisenach? Warum die Georgenkirche? Wieso fiel Ihre Wahl in diesem Jahr auf Thüringen? Ja, ein Blick in diese Kirche spricht für sich selbst. Es ist Eisenach, es ist die Georgenkirche. Es sind zwei Dinge, die Sie erwähnt haben. Johann Sebastian Bach ist hier geboren und, wie wir gerade gehört haben, auch getauft worden. Luther als Jünger Jörg hat sich auf der Wartburg eingemietet, das Neue Testament übersetzt. Und von da aus gibt es eine Linie, nämlich 300 Jahre später zum Wartburgfest und vielleicht dem Beginn der deutschen Demokratie, an die wir auch in diesen Tagen erinnert haben, bis hin zu den Friedensgebeten von 1989. Also es ist nicht nur Luther, es ist nicht nur Bach, es ist auch eine Demokratiegeschichte, die man diesem Ort erzählen kann. Das heißt, man kann im Grunde genommen nur appellieren, dass es ein paar mehr Eisenachs gibt. Ja. Sollte ein paar mehr Eisenachs geben und Leute, Menschen, die den Mut haben, zu ihren Überzeugungen zu stehen. Land in Sicht ist eine Aktivität, in der Sie in die Regionen fahren, in der Sie schauen, was sind dort die Probleme, Überalterungsprozesse, die immer wieder die Menschen vor Ort beschäftigen. Was haben Sie dort erlebt? Welche Erfahrungen nehmen Sie mit? Im Grunde genommen kann man sagen, wie tickt die Seele der Menschen dort? Die meisten Deutschen leben auf dem Land. Das ist wohl wahr und wir beide kommen auch vom Land. Wir sind sozusagen auch Landeier und haben auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn Infrastruktur wegspricht, sei es der öffentliche Personennahverkehr, sei es Ärztinnen und Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten. Aber ich habe gefunden, dass das die Leute unglaublich viele Ideen entwickeln. Sei es ein Bus, der so wie früher auch Post mitnimmt und Lebensmittel mitnimmt, also die Läden beliefert. Oder mittelständische Unternehmen, die dort auch ihre Chance sehen, weil da so tolle Menschen leben mit so guten Ausbildungen. Und was mich sehr beeindruckt hat, war zu Polen, die Uckermark, ein Kindergarten, den es nicht mehr gäbe, gäbe es nicht die polnischen Zuwanderer. Und ein Vater, der hat, das fand ich ganz toll, er sagte, ich bin so froh, dass unsere polnischen Miteltern und Freundinnen und Freunde Deutsch gelernt haben. Polnisch ist so schwer, aber wir können alle miteinander reden. Und die Kinder lernen es von Anfang an. Also das fand ich ganz beeindruckend. Es gibt sicherlich auch in vielen Regionen diesen Aufbruch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Hat die Familie Steinmeier-Büdenbender Traditionen zum Weihnachtsfest, kulinarische Traditionen, musikalische Traditionen oder gemeinsame Spaziergänge, die Sie immer wieder machen? Bei uns gibt es eine schlesische Tradition. Meine Mutter ist aus Breslau und solange ich zurückdenken kann, und das ist jetzt leider schon sehr lange, gibt es bei uns am Heiligabend gebratenes Kassler mit Sauerkraut, eine schlesische Tradition, die über die Generationen hinweg fortgesetzt worden ist. Ja, und wir gehen dann auch doch zu meiner Familie und wir essen dann auch immer zusammen und sind zusammen. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche im Verlauf dieses festlichen Weihnachtskonzertes und ich danke Ihnen für den Moment, liebe Frau Bühnenbinder, sehr geehrter Herr Bundespräsident. Danke. Vielen Dank. Die große Messe in C-Moll gilt gemeinhin als Mozarts größtes Kirchenmusikwerk. Dabei hat er sie gar nicht fertig geschrieben, ist ein bisschen unvollendet. Ich will nicht sagen, auf halber Strecke stehen geblieben, aber ein bisschen unvollendet. Und Fachleute wissen, dass die inspiriert ist, und das passt zur Georgenkirche, einerseits von Bach und andererseits von der italienischen Klassik des 18. Jahrhunderts. Wir hören jetzt das Laudamus Te, vorgetragen von einer großartigen Sopranistin. Auch im Bundespräsidialamt weiß man, wie großartig sie ist, nämlich schon 2014 ausgezeichnet worden mit dem Bundesverdienstkreuz als Kulturbotschafterin Deutschlands. Wien, New York, London, Eisenach. Laudamus Te, hier ist Annette Dasch.
Herr Bundespräsident, unterdessen haben Sie alle 16 Bundesländer besucht. Kollegen haben recherchiert, 179 Termine wahrgenommen. Nicht Sie schlecht, haben, ne? Ja, das ist nicht schlecht, ja. Die Menschen in Nord und Süd und Ost und West getroffen, können Sie uns sagen, wie geht's Deutschland? Es ist eine ungeheure Vielfalt und es in einem Satz zu beantworten ist, das ahnen Sie, völlig unmöglich. Wir haben die boomenden Regionen gesehen, in denen es wirtschaftlich glänzend geht. Wir haben Regionen gesehen, in denen der Strukturwandel noch in vollem Gange ist, im Ruhrgebiet zum Beispiel. Und ich habe ländliche Regionen gesehen, bei denen ich mich weigere, sie als abgehängt zu bezeichnen. Abgehängt ist eine Feststellung. Und das unterschätzt die Leidenschaft, das Engagement von vielen, vielen Menschen, die sich eben nicht abfinden, sondern die etwas dagegen tun, die versuchen, die Lebensqualität, die Lebensbedingungen für Menschen im ländlichen Raum besser zu machen. Und davor habe ich einen riesigen Respekt. In Ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 9. November haben Sie die Formulierung gewählt, dass es keine Ewigkeitsgarantie für die Demokratie gibt. Das ist ja ein starkes Wort. Was hat Sie bewogen, das so zu formulieren? Die tägliche Zeitungslektüre, noch mehr aber der Blick in die sozialen Medien. Ich finde, wir haben uns einen Ton angewöhnt, der zunehmend von Verantwortungslosigkeit geprägt ist über das eigene Gesagte. Das mag da ein bisschen damit zusammenhängen, dass es eine Zeit lang fast in Mode war, nur noch anonym im Internet zu kommunizieren. Aber auch ganz unabhängig davon sehe ich inzwischen, dass viele mit voller Nennung ihres Namens über demokratische Institutionen, über Repräsentanten der Demokratie herziehen, als hätten wir sozusagen eine Alternative in der Tasche. Und deshalb sage ich bei allen meinen öffentlichen Reden gelegentlich, ja, die Demokratie ist unvollständig. Und immer gibt es Gründe, neu anzufangen, sie zu verbessern, vor allen Dingen die Bedingungen für das Leben von Menschen zu verbessern. Ich warne nur davor, so zu tun, als sei das, was uns Stabilität und Frieden in 7 Jahrzehnten garantiert hat, als sei das überflüssig geworden oder als hätten wir eine Alternative dafür schon in der Tasche. Wir haben sie nicht. Und deshalb wünschte ich mir, dass wir wieder lernen, mit etwas mehr Respekt voreinander umzugehen, was nicht heißt, auf Streit zu verzichten, aber den Ton im Streit doch so zu wahren, dass man noch gemeinsam von unterschiedlichen Positionen kommend Lösungen findet. Deshalb mein Plädoyer: Besinnen wir uns auf das, was diese Republik stark gemacht hat, auf einen zivilisierten Streit, der sich an Wahrheit und Fakten orientiert und der auch einen angemessenen Ton kannte in der Vergangenheit. Wer über das Jahr... Wer über das Jahr 2018 nachdenkt, hat möglicherweise auch die Bilder von Chemnitz im Kopf, ohne die Bürgerinnen und Bürger von Chemnitz zu stigmatisieren. Es sind Ereignisse, die sich eben in dieser Stadt abgespielt haben. Sie sind selbst dort gewesen.
später im Jahr und haben Menschen getroffen. Das Thema Zuwanderung beschäftigt viele nach wie vor. Ja. Es wäre auch ungerecht, immer Chemnitz zu sagen. Chemnitz war ein Riesenproblem, keine Frage. Über das ist zu reden, auch weiterhin zu reden. Es war vorher Cottbus und es waren viele andere Städte auch im Westen, wo wir ähnliche Entwicklungen gesehen haben. Was ist zu tun? Ich glaube, wir müssen wieder lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir sind vor kurzem in Chemnitz gewesen, eine Oberbürgermeisterin, die sich in gleicher Weise darum bemüht, und haben Vertreter ganz unterschiedlicher Positionen, auch solcher Positionen, die uns im öffentlichen Auftritt möglicherweise nicht gefallen. Wir haben sie an einen Tisch geholt und gesagt, wir müssen alle rund um den Tisch. Nichts darf unter den Tisch, alles muss auf den Tisch. Aber wir müssen über die Dinge reden, die stören, und dann sehen, ob es Lösungen dafür gibt. Wir müssen jedenfalls weg von dieser Kultur des Pöbelns und Anpöbelns. Das ist kein Beitrag zur Demokratie. So kann man Demokratie auch zerstören. Das sind Gedanken, die Sie beschäftigen im Rückblick auf das Jahr 2018. Gibt es sowas wie eine Botschaft, die Sie uns allen mitgeben wollen für das neue Jahr, für 2019? Die Botschaft ergibt sich im Grunde genommen aus dem, was ich eben an Befund mitgeteilt habe. Ich glaube, es gibt gute Gründe, diese Demokratie, in der wir leben, in der wir 7 Jahrzehnte von Frieden und Beteiligungsmöglichkeiten erlebt haben, diese Demokratie wertzuschätzen. Und deshalb hoffe ich, dass wir nicht in einen Zustand hineinkommen, in dem eine Hälfte der Gesellschaft auf dem Sofa sitzt und schimpft über die andere Hälfte der Gesellschaft, die etwas tut. Engagement zeigen, Verantwortung übernehmen, das wünsche ich mir für dieses Land. Herr Bundespräsident, vielen herzlichen Dank. Danke. Hier in der Kirche sind ganz viele Ehrenamtliche, die Sie eingeladen haben, an diesem Konzert teilzunehmen. Und wir wollen versuchen, Ihre Botschaft musikalisch zu verstärken mit Musik des berühmtesten Sohnes der Stadt. Aus der Orchestersuite Nummer 3 D-Dur, das R, vorgetragen von einer außergewöhnlichen Künstlerin, der immer ganz früh im Leben schon ganz viel Tolles widerfahren ist. Mit 16 hat sie die ersten Wettbewerbe gewonnen, hat schon kurz darauf an den großen Häusern dieser Welt gespielt. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass sie rechtzeitig angefangen hat mit dem Geigespielen. Im zarten Alter von nur 2 Jahren. Hätte ich damals schon gewusst, was eine Blockflöte ist, hätte ich sie mit Sicherheit falsch rumgehalten. Das ist bei ihr ein bisschen anders und viel erfreulicher gelaufen. Wir freuen uns sehr auf Lisa Batjaschwili. Thank you.
Der vorweihnachtliche Sport der Deutschen scheint das Schenken zu sein. Sage und schreibe, 470 Euro geben die Deutschen durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus. Unglaublich. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der eigentliche Gedanke beim Schenken da ein bisschen in den Hintergrund tritt. An jemanden zu denken, in Vorfreude oder in Erinnerung an Gemeinsames. Darum geht es beim Schenken und nicht um die Höhe des Betrages. Und um das Schenken geht es jetzt auch in einer wirklich schönen Geschichte, die uns von einer großartigen Schauspielerin vorgelesen wird. Willkommen in Eisenach, Ann-Kathrin Hammer. In einem kleinen Zimmer über einer Bäckerei lebten James und Mary. Die beiden kamen gerade so aus mit dem, was sie verdienten. Doch sie vermissten nichts, denn sie hatten einander. Nur jetzt zu Weihnachten wünschten beide, sie könnten es sich leisten, dem anderen ein Geschenk zu machen. Doch dafür reichte ihr Lohn beim besten Willen nicht aus. Dabei wusste Mary ganz genau, was sie ihrem James hätte schenken wollen. Der Pfandleiher hatte eine wunderbar glänzende Uhrenkette aus Gold in der Auslage, die genau zu James' Taschenuhr passte, das einzige Erbstück seines Vaters. Wie gern hätte sie James die Kette geschenkt, doch es half nichts, ihr Geld genügte nicht. In derselben Auslage, nur ein kleines Stückchen weiter rechts, lag ein Kamm aus Elfenbein, filigran und kunstvoll gearbeitet, und als wäre das nicht genug, funkelten 6 kleine Edelsteine darauf, wie Sterne. James hätte Mary zu Weihnachten so gerne mit dem Kamm überrascht, doch James hatte nicht das Geld, um den Kamm zu kaufen. Am nächsten Morgen, der Morgen des Heiligen Abends, er begann mit wildem Schneegestöber, das nicht mehr nachlassen wollte, und James fühlte sich beschwingt und fast ein wenig übermütig. Nicht nur, dass er sich auf die Weihnachtstage mit seiner geliebten Mary freute, nein, er hatte noch etwas ganz Besonderes im Sinn. Völlig eingeschneit kam James eine Stunde später zu Hause an. Bevor er die Tür zur kleinen Wohnung aufschloss, griff er noch einmal kurz in seine Manteltasche und lächelte. Der Tisch war gedeckt und aus der Küche duftete es nach Essen. Aber Mary schien nicht da zu sein. James zog die kleine Schatulle aus seiner Manteltasche und stellte sie auf Marys Platz auf dem Tisch. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Tür und eine schneebedeckte Mary kam herein. »Du bist schon hier. Ach, schön.« Ohne abzulegen, holte sie ein in braunes Papier gewickeltes Päckchen aus ihrer Manteltasche und reichte es James über den Tisch hinweg. »So, ich kann nicht länger warten. Du sollst dein Geschenk jetzt gleich haben. Frohe Weihnachten!« James nahm das Päckchen freudig entgegen. »Mary, du bist wunderbar. Öffne es, ich will sehen, wie dir mein Geschenk gefällt.« James wickelte das Papier ab und zum Vorschein kam die goldene Uhrenkette aus der Auslage des Pfandleihers. »Nun, was sagst du? Jetzt kannst du deine Uhr tragen wie ein echter Gentleman.« Mary suchte nach Freude in James' Blick, doch sie fand nur Staunen und dann Traurigkeit. Was ist, gefällt sie dir nicht? Doch, die Kette ist ausgezeichnet. Genau so eine habe ich mir immer gewünscht. Es ist nur, was ist denn, Liebster, was denn? Die Uhr, ich habe sie heute zum Pfandleiher gebracht, um mein Geschenk an dich bezahlen zu können. Er deutete auf eine kleine Schatulle auf Marys Platz. Fröhliche Weihnachten, Mary. Noch bevor sie den hölzernen Deckel ganz geöffnet hatte, sah Mary das Funkeln der 6 kleinen Edelsteine auf dem Kamm aus Elfenbein. Sie betrachtete den Kamm mit gesenktem Kopf. Als sie aufsah, standen Tränen in ihren Augen. »Wie wunderschön! Und er wird noch schöner, wenn du ihn erst in deinem goldenen Haar trägst. James, es tut mir so leid. Ich brauchte Geld, um die Uhrenkette bezahlen zu können. Und da ich nicht wusste, woher ich es nehmen sollte, da habe ich...« Sie begann zu schluchzen. »Was hast du getan?« Mary zog die Mütze vom Kopf. »Ich habe mein Haar dem Perückenmacher verkauft.« Tränen liefen über ihre Wangen. James war sprachlos. Ungläubig starrte er auf den stoppligen Schopf.
Nach ein paar Augenblicken fand James die Sprache wieder. Du hast mir also eine goldene Kette für meine Taschenuhr gekauft? Mary nickte. Aber ich habe die Uhr zum Pfandleiher gebracht, um dir den Kamm zu schenken, fuhr James fort, und ein Lächeln begann sich in seine Stimme zu schleichen. Aber du kannst ihn gar nicht mehr tragen, denn du hast dein Haar zum Perückenmacher gebracht, wieder nickte Mary, damit du Geld für die Uhrenkette hattest. Als sich ihre Blicke trafen, brachen sie in schallendes Gelächter aus. Sie lachten so laut und so lange, dass sie ganz erschöpft davon waren und ihnen die Bäuche wehtaten. James stand endlich auf und ging um den Tisch herum, um Mary zu umarmen. Und so standen sie da, als würden sie sich nicht mehr loslassen wollen. Beide hatten ihren wertvollsten Besitz gegeben, um dem anderen ein Geschenk zu machen. Und das machte sie in diesem Moment nicht nur zu den glücklichsten, sondern auch zu den reichsten Menschen von ganz London. Ist ein Rot entsprungen, gedichtet von Michael Praetorius, geboren in, Sie ahnen es, Thüringen. Andreas Marquardt, der musikalische Leiter des Mädelchor Saalfeld, genauso wie der Thüringer Sängerknaben, die wir später hören. Vielen herzlichen Dank für den Moment, Robin Miller, wenn ich Sie zu mir bitten darf. Vielen. Bitte. Seit dem vorigen Jahr erfüllen Sie die Pflichten einer First Lady, das ist ja nirgendwo so richtig beschrieben, aber es wird gemacht und von Ihnen ganz besonders engagiert, reisen an der Seite Ihres Mannes, haben eigenes Engagement. Ja. Was stimmt Sie zufrieden, was erfüllt Sie an dieser Aufgabe besonders? Also einmal finde ich, dass es auch ein Privileg ist. Es ist keine Pflicht, sondern es ist ein Privileg. Mhm. Ich habe mich entscheiden können, das zu tun, und das fand ich ganz großartig. Was ich wunderbar finde, ist, dass diese Arbeit meinen Blick so weitet.
Also ich habe jetzt 20 Jahre als Richterin gearbeitet und habe einen bestimmten Blick auf die Welt gehabt und jetzt einen ganz anderen. Und was mich ganz zufrieden macht, ist natürlich, wenn ich etwas konkret bewirken kann. Also beispielsweise einer kleinen Einrichtung dazu verhelfen kann, kontinuierlich finanziert zu werden. Oder wenn ich Menschen und auch Institutionen zusammenbringen kann, wo ich denke, da kommt was Gutes bei rüber. Ich weiß, dass Ihnen Bildungsgerechtigkeit besonders am Herzen liegt. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass Sie selbst vor dem Hintergrund von Aufstieg durch Bildung groß geworden sind. Beide, auch Herr Bundespräsident, kommen ja nicht aus Familien, wo Klavier und Bibliothek sozusagen zum Standardmobiliar gehörten. Ihre beiden Väter sind Tischler gewesen. Ja. Und Sie haben sich sozusagen nach oben gelernt. Ist Ihnen deshalb Bildungsgerechtigkeit, auch berufliche Bildung, so wichtig? Ja, also ich bin ja der Auffassung, dass Bildungsgerechtigkeit ein Fundament für unsere Demokratie ist. Ich glaube, man kann Demokratie nicht leben, begreifen und fortsetzen, wenn die Menschen nicht Chancen bekommen, das aus sich zu machen, was in ihnen steckt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder studieren muss. Ganz im Gegenteil. Ich denke, das habe ich auch kennengelernt. Es gibt so viele Ausbildungen, die sind unglaublich qualifiziert. Und viele Menschen haben halt auch viele Talente und unterschiedliche Qualitäten. Wir müssen es schaffen, alle unsere jungen Leute mitzunehmen und ihnen eine Möglichkeit zu geben. Und ich glaube, dass, wenn wir das schaffen, dann sind die jungen Menschen auch bereit, mit uns mitzugehen, diese Demokratie. Wenn ich das Engagement in Ihren Worten verfolge, dann weiß ich, warum Sie die Schirmherrschaft übernommen haben für die Woche der beruflichen Bildung. Das war eine Ihrer Aufgaben. Sie sind auch Schirmherrin von UNICEF in Deutschland. Warum liegt Ihnen das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen so sehr? Das hängt auch wiederum mit Bildung zusammen. Die Erfahrung, die habe ich gemacht in Südafrika, als ich die Techno-Curls kennengelernt habe. Das hat nichts mit Musik zu tun, sondern mit technischen Berufen. Die Mädchen kamen alle aus Townships und waren in Frauenhaushalten groß geworden. Dann beispielsweise in Indien, das hat mich unglaublich angerührt, Kinder, die auf Müllhalten gearbeitet haben. Jetzt wird eine Ausbildung machen. Ein junger Mann hat die Aufnahmeprüfung für den Polizeidienst geschafft und ist Vorbild für seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Also ich glaube, da geht UNICEF den ganz richtigen Weg und, wenn ich das so sagen darf, es zahlt sich aus. Gerade im Libanon, da war ich zuletzt und habe dort Flüchtlinge besucht aus Syrien, und den Geist, den Spirit, den diese Kinder haben, den hätte ich gerne in eine Flasche gepackt und mitgenommen. Die haben so Furchtbares erlebt. Die ich gesprochen haben, wollen auch wieder zurück in ihre Heimat, und die gehen trotzdem nach vorne. Den Eltern ist es so wichtig, dass sie Bildung bekommen. Ich glaube, deswegen, das hat mich nochmal in meiner Auffassung bestärkt, dass Bildungschancen ganz wichtig sind, um eine friedliche Gesellschaft zu bauen. Ich glaube, das ist Friedensarbeit und Demokratiearbeit. Frau Bühlmüller, danke für das Gespräch und danke für Ihr Engagement. Auch in dieses festliche Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten passt ein amerikanischer Klassiker, der jetzt von einer deutsch-amerikanischen Künstlerin vorgetragen wird, die uns seit sicherlich 20 Jahren mit ihrer Stimmung einerseits und mit ihrer Haltung, auch musikalischen Haltung, andererseits erfreut. Gerade eben hat sie eine vorweihnachtliche, klein, aber sehr exklusive Christmas-Tour beendet, und wir sind sehr froh, sie heute Abend in Eisenach zu haben mit einem wirklich internationalen Weihnachtsklassiker. Have yourself a merry little Christmas. Hier ist Cassandra Steen. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here you are in olden days, happy golden days.
together. If the fates allow, hang a shining star upon the high. Yes, bow. Here we are as in olden days, happy golden days. Together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Nach diesem Weihnachtsklassiker aus den USA ein ganz besonderes Weihnachtslied, Made in Thüringen, in der Originalversion, 15 Strophen lang, ihr freundliches Einverständnis vorausgesetzt, singen wir hier nur ein paar weniger. Ich stehe an deiner Krippe, die Thüringer Sängerknaben unter der Orgel in der Georgenkirche. An deiner Krippen die Thüringer Sängerknaben. Zimtsterne, Adventskränze, Weihnachtsbäume, natürlich Geschenke, leckeres Essen. Ganz gleich, ob Fondue oder Bockwurst mit Kartoffelsalat. Es gibt ganz unterschiedliche weihnachtliche Traditionen. Auch wir in der Sendung Weihnachten mit dem Bundespräsidenten haben eine Tradition. Und wie das mit Traditionen so ist, die gilt es zu bewahren. Unsere ist, dass die Weihnachtsgeschichte selbst vom Bundespräsidenten vorgetragen wird. Darf ich Sie bitten? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste,
Und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er von dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
die Thüringer Philharmonie Gotha Eisenach, vielen herzlichen Dank. Das ist ein ganz besonders schönes Bild, Sie alle im Kerzenschein zu sehen in dieser festlichen Kirche am Ende des festlichen Weihnachtskonzerts des Bundespräsidenten. Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Einladung. Ich danke Ihnen, dass Sie hergekommen sind hier in die Georgenkirche nach Eisenach und Ihnen zu Hause natürlich besonders, dass Sie bei uns waren. Gleich kommt die Heute-Sendung hier im Programm des ZDF. Anschließend um 7:15 nimmt Markus Lanz Sie mit Weihnachten in Bethlehem. Und wir beschließen diese festliche Stunde musikalisch. Das wird Sie nicht weiter überraschen, dass auch der Text des folgenden Liedes in Thüringen entstanden. Es ist ein Weihnachtsklassiker. O du Fröhliche. Wir alle singen hier in der Kirche und Sie zu Hause dürfen gerne laut mitsingen. Wir alle wünschen Ihnen frohe Weihnachten aus Eisenach.